Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück in Lanowelfrunks. Ihr erinnert euch, wir haben hier eine Belagerung von Jamestown begonnen und das verläuft schwieriger als gedacht, denn die Engländer haben Verstärkung bekommen, zumindest haben sie Waffen bekommen, was dazu führte, dass sie ihre gesamten Arbeiter hier als Kolonialmilizen ausschwärmen lassen können. Das ist natürlich ein gewisses Problem. Außerdem haben wir hier eine königliche Artillerie verloren, was unseren Angriff hier deutlich schwächt. Und insofern müssen wir mal sehen, wie wir jetzt hier weiter zurechtkommen damit. So, wir haben einen kühnen Pionier, mit dem wir was machen wollten. Hier wollte ich was machen. In Montreal kann hier noch ein Lager gebaut werden. Ich weiß nicht, hier können wir, glaube ich, keine Farm hinbauen. Ach nee, doch, wartet mal. Hier kann noch irgendwas gebaut werden, auf dem Maisfeld. Das ist wichtig, da braucht man nämlich Nahrung. So, der erfahrene Eisenminenarbeiter, das ist gut, der soll nämlich hier in die Stadt. Hier haben wir einen kühnen Pionier hingeschickt, weil der, glaube ich, hier eine Plantage bauen sollte. Wenn ich mich recht entsinne, ziemlich weit entfernt, der sollte hier Tabak. Wir haben hier allerdings schon sehr, 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 sehr viel Tabak, dass wir gar nicht lagern können. Vermutlich ist es besser, wenn wir hier irgendwie eine Farm bauen, also einen Bauernhof bauen. Okay. Unser Walschiff hat inzwischen ausreichend Walspeck drauf. Das ist gut. Heißt das, es fährt jetzt automatisch zurück? Ich weiß nicht genau. So, hier wollen wir erstmal reparieren, die Fregatte. Der freie Planwagen ist da und hat Werkzeuge geladen. Der ist, glaube ich, angehalten wegen der Gegner. Wir wollten hier Werkzeuge lassen, genau. Gut, was wir mal machen könnten, wir könnten mal die Pferde aus Port-au-Prince holen. Wäre vielleicht mal der nächste logische Weg. Die Galeone ist da, in Quebec. Sehr schön, wir können ausladen und beladen, wie uns lustig ist. Zwei Staatsmänner. Der eine soll nach Quebec, das ist klar. Der soll in diese Stadt. Guck mal kurz mal rein. Hallo, kann ich mal diese Stadt... Ja, der hat hier auch seinen richtigen Ort schon gefunden. Sehr schön. Wir wollen mehr Glocken produzieren. Der nächste, der soll eigentlich nach Tadoussac. Da gibt es, glaube ich, auch noch einen Platz für einen Staatsmann. Dann haben wir einen Meisterzimmermann. Und ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wo ich den haben wollte. Hier brauchen wir keinen mehr. So viel Holz haben wir nicht. Möglicherweise dann für Port Royal. Das wollen wir ja eh aufbauen. Allerdings brauchen wir dann auch hier mehr Holz und Holzfäller und so. Na gut, da kommen ja jetzt langsam die Leute hin, aber das wäre jetzt das Einzige, was mir hier, was jetzt nahe liegt. Gut, schicken ihn dorthin. So, jetzt wollen wir das Ding mal wieder beladen. Hallo? So, und zwar jetzt will ich mal nicht vergessen, Silber einzuladen. Ich weiß, das ist ja schon fast ein Running Gag hier. Die Zigarren nehmen wir natürlich mit. Rum haben wir ein bisschen dabei. Stoff haben wir ganz ordentlich dabei. Tabak geht nicht, Baumwolle auch nicht. Nö, das ist dann soweit erstmal das, was wir hier mitnehmen. Und dann fahren wir natürlich wie gewohnt nach Trois-Rivières. Da stapeln sich ja schon die Pelzwaren. Hier wollten wir einen Bauern hinschicken. Eigentlich haben wir ja gesagt, wir konzentrieren uns jetzt mal hier auf diese Sachen. Gerade Port Royal braucht jetzt auch ein... Aber wir leiden jetzt noch nicht an Hunger, ne? Nee, nee. Wir schicken ihn hier hin. Wir bleiben jetzt bei der Konzentration auf diese. So, hier können wir im Moment nichts machen. Ich würde mal sagen, wir fahren hier hin und bleiben dann wachsam. Halten Wache, wenn dort ein Schiff kommt oder wegfährt. Wo ist jetzt eigentlich dieses blöde Piratenschiff hin? Und was machen wir mit dem Walfänger? 100 Walspeck, krass. Der muss nach Trois-Rivières. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht der Kaperfahrer und erledigt den. Das wäre jetzt bitter. Oder macht er das irgendwie automatisch? Wartet mal. Was ist das hier? Walfänger automatisieren. Schiff geht automatisch auf Waljagd, sucht Bonusressource, sammelt Walspeck und bringt ihn in eine Hafenstadt. Machen wir das mal. Mal gucken, wo er dann hinfährt. Das wäre natürlich optimal, wenn das so läuft. So, wie es aussieht, haben wir dann mehr erstmal nicht zu tun. Dann wollen wir mal gucken, was die Engländer... Da ist schon wieder ein englisches Schiff gelandet. Kann doch nicht wahr sein. Und das ist doch unfassbar. Da müssen wir doch was gegen tun können. Ah, wie ärgerlich.
Okay, Lagerraum ist ausgenutzt. Gut. So, wie weit ist denn das Schiff hier, die Reparatur? Aber das ist gerade erst angekommen, ne? Es ist bei 5,9. Aber wir müssen Jamestown viel besser blockieren. So geht das ja gar nicht. Da ist schon wieder Verstärkung angekommen. Beziehungsweise sie sind zurückgegangen, sehe ich gerade. Die schwärmen jetzt hier so aus. Ne, wir müssen hier ein bisschen ausweichen, sonst klauen sie uns den. Die Frage ist, kann diese Stadt mit nur dieser einen... Wo kommt jetzt schon wieder der... Hatten wir den nicht hier gerade weggeschickt? Was ist denn das hier alles? Wo kommen die her? Können die dort ausharren? Oder brauchen sie irgendwie Verstärkung? Wir könnten natürlich sagen, wir schicken diese Artillerie dorthin. Das ist aber gefährdet. Nee, ist mir jetzt auch nicht recht eigentlich. Tja, Leute. Erledigen wir die jetzt einzeln, greifen wir weiter die Stadt an. Was sagt denn der Söldner? 53, das geht gar nicht. Königliche Artillerie ist hier bei 99. Ja, komm, dann greifen wir jetzt erstmal weiter die Stadt an. So. Vielleicht kehren ja noch mehr dort zurück. Da sind wir bei 89. Aber wir haben jetzt üble Sachen erlebt, ehrlich gesagt. Ich bin so ein bisschen vorsichtig geworden. Ich mach das nicht. Ich mach das nicht, Leute. Die sollen sich erstmal ausheilen. Der ist bei 89, auch bei 89. Ich bin schissrig geworden. Ich will nicht noch eine hier verlieren. Es greift nur die königliche Artillerie an. Bombardieren ist auch nicht möglich. Wir warten noch eine Runde. So, aber das ist wichtig. Der erfahrene Eisenmann ist da. Das heißt, den können wir jetzt hier austauschen. Der soll hier... Und da kommt noch eine Mine hin, die ist noch in Arbeit. So, jetzt haben wir minus 1. Der soll gar nicht in die Kirche, denke ich mal. Der soll raus. Den wollen wir hier gar nicht haben. Warte mal, wie kann ich den nochmal zum... Hallo? Hier. Pionier außerhalb der Siedlung. Ne, Siedler außerhalb der Siedlung. Das ist das, was wir wollen. Gut. Den schicken wir jetzt auch hier unten nach Port Royal. Alles kommt nach Port Royal. So, der Konvertierte, den kriegen wir jetzt hier nicht raus, ohne dass er... Obwohl, hier ist er ein bisschen gesicherter jetzt. Da kann er hin. Alles klar. Der erfahrene Fischer ist da in Trois-Rivières. Hier brauchen wir ihn tatsächlich, oder? Ne, eigentlich brauchen wir den hier gar nicht. Doch, da. Da brauchen wir ihn. Da kommt er dann auch hin. Sehr gut. Und dann haben wir jetzt hier einen schönen Überschuss. Und hier sind wir fast optimal. Wir brauchten hier noch einen Trapper. Dann ist hier das Optimum erreicht. Den konvertierten Ureinwohner, denke ich, den will ich hier nicht haben. Den werden wir wieder zum Siedler außerhalb der Siedlung machen. Sind wir hier sogar bei plus 7. Ja, okay. Und der kommt dann auch nach Port Royal. Gut, hier haben wir einen kühnen Pionier. Der sollte hier einen Bauernhof bauen. Okay, mehr ist gar nicht zu tun. Unser Schiff, was ist denn damit? Die Galeone. Kann ich damit nichts machen? Doch, beladen kann ich die doch schon, oder? Genau, Pelzwaren bitte. Ja, und gleich nochmal. So, dann ist das Ding ganz schön fett beladen und kann dann das nächste Mal auch nach Europa fahren. Die Artillerie, weiß ich nicht, die bleibt natürlich hier. Okay. Okay, 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 okay. Ja, was machen jetzt die englischen Truppen da im Norden? Das ist die große Frage. Sie kehren teilweise wieder zurück. Sie marschieren teilweise vor unsere Städte. Und wir haben Upgrade, immerhin. Gut. Die königliche Artillerie wird nochmal besser. Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Veteran 4. 10% zusätzliche Heilung. Das ist natürlich sehr gut.
Wallbrecher brauchen wir nicht. Streumunition. Ich glaube, ich nehme tatsächlich Veteran 4. Wir machen sie einfach noch mal stärker. Ja, die verschanzen sich da weiter. So, dann gucke ich mal. Jetzt können wir nämlich wieder bombardieren. Machen wir das mal mit der schwächsten Einheit. Was auch immer die schwächste ist, aber wir bombardieren hier. So. Und dann gucken wir, was die königliche Artillerie jetzt erreichen kann. 99,9. Geht weiter. 195% Angriffsplus wegen der Siege. Also wenn wir diese Einheit jemals verlieren, dann weiß ich nicht. Dann fresse ich einen Besen. 95,7. Ich glaube, das kann man auch schon mal wieder wagen. Bitte. Bitte. Nein. Nein! Oh Gott. Da kriegt man immer einen Herzinfarkt. Schaut euch das an. Bei 0,1. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, wir haben sie aber schon wieder ganz schön zurückgebaut. 3 Kolonialmilizen sind nur noch da. Keine Artillerie mehr. Das ist schon ganz gut. Vielleicht können wir mit der schweren hier gleich nochmal nachsetzen. 89. Nee, ist mir zu knapp. Ist mir zu knapp, Leute. So. Der Pionier. Was ist hier los? Der Pionier kann beim Mais nichts machen. Kann man beim Mais nichts bauen? Das ist ja ein Ding. Hätte ich jetzt erwartet. Hm. Und hier? Hä? Ist irgendwas komisch? Ich weiß es nicht. So, der Trapper, bitte Fähigkeit lernen. Oder der ist hier angekommen. Es wäre mir eine Ehre. Alles klar. So, die Fregatte ist erstmal wieder da. Repariert. Also das müssen wir jetzt auf jeden Fall verhindern, dass hier wieder ein englisches Schiff in die Stadt fährt. Bleiben wir mal hier und halten Wache. So, der Konvertierte. Wie gesagt, die bringen wir jetzt alle nach Port-Royal. Den auch. Hier ist jetzt erstmal wieder keine Gefahr. Die Galeone, die kann nach Europa fahren. Sehr schön, die Garnison geht in die Verteidigung. Und alle anderen können sich bewegen. Was haben wir hier? Ah, die ersten sind da jetzt hier. Genau, ein Meisterzimmermann. Muss ich sie erst in die Stadt schicken, oder was ist das hier? Ah, das wäre so... Ich kann die doch sonst hier immer reinziehen. Wollte mich verkohlen. Hm, verstehe ich nicht ganz. Ziehen wir ihn erstmal hier rein. Das geht auch nicht. Ach, weil er sich bewegt hat. Ich kann nur den gelben da reinziehen. Ja, alles klar. Sag das doch gleich. So, dann holen wir uns hier erstmal Holz für den Meisterzimmermann. Wir brauchen natürlich auch hier einen Fischer eigentlich. Aber das beim nächsten Mal. So, hier wollten wir die Pferde mal abholen. Ein Teil der Pferde. Und Tabak kann hier später noch verwendet werden. Im Moment lassen wir das mal alles so. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir damit nach Montreal. Okay, der weise Staatsmann ist hier und den kann ich hier reinziehen. Sehr gut. Dann haben wir hier einen freien Kolonisten über und hier ist noch ein Tabakpflanzer. Warum steht der da? Ach so, weil da eine feindliche Einheit ist. Ich verstehe. Dann ist klar, aber der freie Kolonist, den will ich hier nicht haben. Der kann bitte rausgehen als Siedler. Den schicken wir wieder woanders hin. Das Blöde ist natürlich... Warte mal, hatten wir hier nicht so einen straffälligen Kleinkriminellen? Den wollte ich doch eigentlich... Wo haben wir den jetzt hingeschickt? Den wollte ich zum Soldaten machen. Wo ist der hin, Leute? Habe ich den versehentlich sonst wohin geschickt? Ach, das ist ärgerlich. Hm, na gut. So, die Frage ist, wir können mit Sicherheit nicht mit unseren Artilleriegarnisonen hier angreifen, ne? 9,9, nee, das bringt leider nichts. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Der kann jetzt hier den kühnen Pionier erwischen. Das wollen wir nicht, aber können wir im Moment nicht verhindern. Wir haben hier keine wirkliche Offensiveinheit, mit der wir agieren können. Vielleicht sollten wir uns nochmal ein bisschen was kaufen im Mutterland, wenn wir wieder drüben sind. Okay, der freie Kolonist wird sich ebenfalls nach Port-Royal erstmal bewegen. Ja, hier wollen wir bitte lernen.
Gut. Damit wäre das auch wieder erledigt. Ich bin gespannt, was die jetzt hier machen. Wer greift uns da an? Ne, was? Eine englische Fregatte hat uns vernichtet dort. Die Engländer schlagen zurück. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Das heißt, wir sollten unser Linienschiff doch vielleicht dort rüberziehen. Wir haben jetzt kein Kampfschiff mehr da vorne. Das kann doch nicht wahr sein. Und ein Siedler wurde... Wie ist das denn passiert? Von der Kolonialmiliz erwischt? Na gut. So, hier haben wir erstmal friesische Reiter gebaut. Was ist denn jetzt das Ziel hier? Hier machen wir eigentlich nichts. Außer ein bisschen Pelzwaren herstellen. Nahrung ist hier super gut. Ja, ich würde mal sagen, dann können wir das doch ausbauen, ne? Die Pelz... Oder haben wir das schon? Waffenkammer, Schule haben wir offenbar schon. Ja, dann ist das nächste eigentlich entweder die Stadthalle. Ganz klar. So, die sind erstmal da. Verkaufen. 1300, das ist nicht viel. Speer brauchen wir nicht. Jesuitenmissionar brauchen wir eigentlich auch nicht. Freien Kolonisten, boah. Ich weiß nicht. Warten wir auf die Galeone. Wir werden in die neue Welt wieder segeln. Und zwar nach... Ich vergesse mal den Namen der Stadt, die da jetzt relevant ist. La Nouvelle-Orléans, genau. Da sollt ihr hin. Oh ja, 5% Steuererhebung. Oh nein. Pelzwaren, das ist extrem wichtig für uns. Das können wir nicht. Das können wir nicht zerstören. Das will ich nicht. Wir wollen weiter Pelzwarenhandel. Komm, wir küssen das. Pelzwaren ist echt unsere Hauptproduktion. Das wäre richtig doof. Das wäre richtig doof, wenn wir das verlieren würden. Das machen wir nicht. So, jetzt aber. Du kommst hier hin. Okay. Wir brauchen jetzt dringend Nahrung. Das heißt, du wirst auf jeden Fall mal Fischer. Hafen ist in 2 Runden, das brauchen wir auch ganz dringend. Und hier fehlt es schon so ein bisschen an Pelzen, wie es aussieht. Und vor allem brauchen wir auch einen Wagen, der dann Pelze zum Hafen dort bringt, damit sie weiter eingeladen werden. Jo. Na gut, das wird sich jetzt mit der Zeit alles füllen. Hier kommen ja viele, viele, viele Leute. Das wird schon irgendwie laufen. Holz ist zumindest gut. Okay. In Tadoussac verlieren wir Werkzeug. Das ist aber schlecht. Da sollten wir unbedingt mal als nächstes mit dem Wagen hin. Gut, der ist auf dem Weg dort in den Norden. Aber da müssen wir was machen. Die Grenzen in Hartford wurden erweitert. Und Stuyvesant hat mal wieder einen Berater. Alles klar. So, der kühne Pionier. Ja, was macht er denn? Was macht er denn? Hier habe ich mich irgendwie getäuscht. Hier kann ich nichts bauen. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Dann bauen wir hier weiter unten hier um Port-Royal rum. Ne? Wenn wir das als Schwerpunkt erkoren haben, ist es nur sinnvoll, dort auch mit Pionieren zu agieren. So, und es geht nochmal weiter hier mit dem Kampf. Hier sind jetzt... Oh ja, alles klar. Hier sind Milizen und da steht nur die Kolonialmiliz in der Verteidigung. Das wird jetzt langsam heikel, Leute. Wie kümmern wir uns darum denn jetzt am besten? Hier gehen wir erstmal wieder weiter vor, oder? Sollten wir bombardieren? Nee, brauchen wir nicht. So, 99,9. Okay, hier sind jetzt nur noch 2 Kolonialmilizen vorhanden. 88. Die ist leider sehr, sehr angeschlagen. Na, ist ein bisschen bitter jetzt. Wenn wir Hartford verlieren sollten, das wäre richtig doof, ehrlich gesagt. Das wäre richtig doof.
Im Moment sehe ich nicht, was wir machen können. Wir könnten hier oben eine Einheit noch abziehen. Dies wird aber viel zu lange brauchen, ehe sie da ist. Außerdem ist das dann frei. Das ist auch nur Mist. Ich meine, wir könnten hier eine Artillerie dorthin ziehen, die Artillerie dort. Also machen wir das. Reagieren wir mal. Vielleicht zu spät, aber wir reagieren. So. Dann machen wir jetzt hier so ein Wechselspielchen. Die Artillerie kommt da rein. Und von hier kommt eine dahin. Nee, dann kommt von hier. Ach nee, wir müssen hier so lang. Geht nicht anders. Hier haben wir doch zwei, ne? Ja, haben wir. Gut, es ist, wie es ist. Ja, lacht über mich, aber ich habe jetzt so viel. Ich glaube nicht mehr an diese Prozentzahlen. Das geht schief, wenn ich jetzt mit 88% angreife. Ich glaube daran nicht. Wir harren hier weiter aus. Also, mal gucken, ob uns es gelingt, Jamestown das nächste. Oh, schaut mal, wie viele Einwohner die Stadt verlassen haben, wie viel wir erledigt haben. Die Stadt war mal bei 14, 15. Jetzt ist sie bei 6. Naja, ganz schöner Schaden für die Engländer. Okay, soweit dazu. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinballen.